Kennt ihr auch Leute, streiten sich wegen Cola und Pepsi oder Eistee? Was? Also Eistee hat in der Diskussion doch nichts verloren, oder? Also Pepsi ist schon mal das Wackere von... Also zwischen Cola und Pepsi ist ja klar, dass Pepsi so Knock-off-Bad-Stuff ist. Aber es ist gleichzeitig dieser Underdog, den man gern mal so, wo man so sagt, oh mein Gott, ich mag Pepsi viel lieber als Coke. Ich weiß, das ist so... Ist so, nicht verbreitet, aber Alter, das ist der Hipster-Shit, das ist der gute... Das weiß die Öffentlichkeit gar nicht, dass Pepsi Max viel besser ist als Cola Zero. Was ja stimmt. Ich finde Pepsi Max ja tatsächlich selber besser. Pepsi viel besser. Pepsi schmeckt mir mehr, muss ich sagen. Ich bin ja auch immer früher ganz oft zu Ikea gegangen und habe da gegessen und so. Und da gibt's halt, glaube ich, Pepsi in diesen Automatenteilen. Automaten-Cola ist ja nochmal anders. Bei McDonald's schmeckt Cola, das ist ja Coca-Cola. Aber die schmeckt da ja auch anders, als wenn du sie kaufst. Weil das, man sieht das ja, wenn die das einfüllen, dass es so weiß-braun abwechselnd in dieses Dings geht. Ich finde, das schmeckt immer so ein bisschen wie so eine Art Cola-Tee mit Kohlensäure. Also ich mag das sogar, aber eigentlich ist es seltsam. Ist ein ganz komischer Geschmack, so McDonald's-Cola. Und Pepsi bei Ikea ist so ähnlich, ist das Äquivalent. Und da mochte ich Pepsi auch immer richtig gern. Pepsi bei Ikea mit einem Hotdog in diesem Pappbecher ist nostalgisch, aber ist auch lecker. Also ich mag Pepsi auch. Aber ich finde trotzdem, dass Cola das stabilere Produkt an sich ist und Pepsi ist irgendwie mal so eine nette Abwechslung und kann manchmal so richtig geil sein. Pepsi bei Ikea, unser Ikea hat nur ihre Eigenmarke Cola. Oh, true. Aber das ist erst seit 10 Jahren oder so. Also was heißt erst? Aber als Kind war das, glaube ich, noch Pepsi, als ich Kind war. Warte mal. What brand Cola do they serve at Ikea? Okay. Ist die Frage, ob das halt in Deutschland dasselbe ist wie in diesem Reddit-Post, wo auch immer das dann ist. Hier in Kanada Pepsi, Diet Pepsi. Okay, ja, doch. Pepsi ist typisch für Ikea, wie es aussieht. Alle schreiben hier Pepsi, the Ikea where I'm at now is serving Pepsi. Pepsi in Kansas City, also in Amerika auf jeden Fall, in Kanada. Ja, okay, ich habe mich nicht geirrt. Aber du hast einen Punkt. Ich glaube, bei dem Ikea, wo ich jetzt immer mal bin, ist es auch nicht mehr Pepsi. So geschmacklich allein schon schmeckt es viel schaumiger und nicht mehr so gut. Chat, Frage an euch. Was ist die neben Joghurt und neben Knoblauch die absolute Hauptzutat von Tzatziki? Was glaubt ihr? Alter, sie wissen Bescheid. Als ich erfahren habe, Gurke ist drin. Du knallst richtig viel Gurke in Tzatziki. Meine Schwester hat Tzatziki schon öfter selber gemacht. Da reibt sie immer ganze Gurken rein und so und dann in den Joghurt und so. Tzatziki ist einfach eine Gurkensoße sozusagen. Und dabei sind Gurken ja gar nicht so aromatisch. Also schon, aber ich finde, die sind immer sehr zurückhaltend. Eigentlich so ein dezenter Geschmack. Die meisten denken sich so, hä, wieso Gurke? Das schmeckt doch nicht nach Gurke. Und dann probieren sie es nochmal und dann, oh mein Gott, du hast recht. Oh mein Gott, das ist ja Gurke. Wieso ist mir nie aufgefallen, dass Tzatziki nach Gurke schmeckt? Und dabei sieht man es, du hast recht. Auf den Verpackungen ist ja Gurke immer so als Serviervorschlag oder als Werbung mit abgebildet. Aber ich sag euch, wie es ist. Es ist mir schon öfter passiert unter Kumpels. Wenn ihr das schon immer wusstet, ist das fein. So, ihr habt ja auch recht. Dann seid ihr echt cool. Nee, aber viele wissen das nicht. Was, da ist Gurke drin? Da ist sogar richtig, richtig viel Gurke drin. Das ist so hauptsächlich so eine Gurken-Joghurtsoße. Ne, also wenn man Tzatziki halt sich Bilder anguckt, das wird ja nicht verheimlicht oder so. Das wird ganz, ganz offengelegt. Jo, guck mal, immer mit Gurkenscheiben und so, weil da auch ganz viele Gurken reingerieben werden. Eine Vorspeise der griechischen Küche. Mit Joghurt, Gurken, Olivenöl und Knoblauch. Also wirklich, das ist so, klar, Joghurt brauchst du als Substanz. Knoblauch so und Olivenöl zum Würzen oder okay, Olivenöl ist auch für die Substanz, aber einfach Gurken. Ich kenne einen, der mag keine Gurken, aber er ist Tzatziki, wenn ich ihm dann das sage, bin ich auf seine Reaktion. Oh mein Gott! Oh, das wird super! Da musst du mich auf dem Laufenden halten, Kentendo. So, Bro, du hast ja Gurken, richtig? Während er so gerade so Tzatziki auf irgendwas drauf macht, so richtig üppig. Sehr gut. Ich meine, das ist normal. Das gibt's oft genug. Ich mag Tomaten auch zum Beispiel getrocknet, so gesalzen und so nicht so gerne. Oder auch heiße Tomaten einfach so mit Schale mag ich nicht so. Eine heiße Tomatensuppe oder Soße ist geil, aber so auf Pizza oder wo macht man noch Tomaten heiß? In irgendwelchen Eintöpfen oder so finde ich es nicht so gut. Aber deswegen mag ich Tomaten trotzdem sehr gern. Das heißt, wenn man rohe Gurken nicht so gern leiden kann, kann es natürlich trotzdem sein, dass Tzatziki das safe, ne? Da ist ja auch genug anderes Zeug drin. Rohe Tomaten widern mich an, aber Tomatensuppe ist so nice. Zum Beispiel, ich mag Tomatensuppe auch total gerne, aber gekochte Tomaten, so in einfach nur die Frucht gekocht, finde ich nicht gut. Aber rohe Tomaten sind für mich so Triple A. Rohe Tomaten, ich verstehe das komplett, wenn Leute irgendwie finden, dass das seltsam schmeckt, dass die Konsistenz komisch ist, dass das, ja, kann ja alles sein. Aber für mich sind Tomaten einfach richtig, richtig stark.
Cherry-Tomaten, so kleine Kirschtomaten mit Salz, Pfeffer sind schon extrem gut und einfach intensiv und fruchtig im Geschmack. Aber auch so eine riesige, große Tomate oder im Salat und so immer das Highlight. Also Tomaten auch auf Döner, einfach so wichtig für mich. Aber ich verstehe es komplett, wenn Leute sagen, nee, ist nicht meins. Um die rohgekochte Debatte auf andere Lebensmittel auszuweiten, ich mag Paprika nur roh, dafür aber sehr. Ey, da bin ich wieder bei dir. Also, rohe Paprika ist ja mal so lecker, vor allem wenn es eine gute Süße ist so. Die roten sind halt auch einfach krass. Grüne Paprika finde ich sogar manchmal ganz lecker, weil es so nach Chlorophyll schmeckt, oder zumindest glaube ich das. So, alles Grüne schmeckt immer so. Erbsen, Gurken haben das auch. Ich habe das Gefühl, Chlorophyll schmeckt so wie grüne Paprika. Avocado mag ich auch sehr gerne. Avocado habe ich früher als Kind gehasst, oder ich dachte mir so, wieso sollte man das, Konsistenz ist komisch, Eigengeschmack ist so gut wie nicht vorhanden, es ist ganz, ganz seltsam, wieso sollte man das essen? Und ich weiß nicht, es ist irgendwie wirklich so ein Trendessen, so richtig typisch Millennial oder Gen Z, keine Ahnung, aber einfach, Avocado wurden ja viel, viel verbreiteter. Und wenn man weiß wie, zum Beispiel so richtig dekadent, Krabbensalat mit Avocado ist lecker und Avocado mit so Salz, Pfeffer auf Brot und so, ist halt einfach eine fettige Frucht, ein fettiger Geschmacksträger, kommt schon gut. Aber früher mochte ich es nicht, obwohl sich der Geschmack nicht geändert hat, genau wie Oliven. Oliven mochte ich früher nicht und irgendwann mochte ich sie plötzlich. Sie haben sich nicht im Geschmack geändert, sondern mein Geschmack hat sich einfach geändert. Das war so ein krasser Tag. Ich fand Oliven sahen immer so richtig Geschmack, also sie sahen immer so richtig schmackhaft aus und so stilvoll und man konnte sie so anrichten gut oder am Zahnstocher in irgendeinem Drink. Man kennt ihn. Ich fand Oliven sahen immer richtig gut aus, aber ich konnte sie einfach nicht essen. Die waren so widerlich. Und plötzlich, als ich 17 war oder so, waren sie lecker und seitdem liebe ich Oliven. Und dasselbe ist passiert bei Avocado. Früher mochte ich zum Beispiel auch Karamell und Marzipan nicht, heute liebe ich beides. Oh ja, ja, Marzipan fand ich auch, glaube ich, als Kind nicht so gut wie jetzt. Da sind halt Bitterstoffe auch wieder der Clou, oder? Ich mochte ja schon immer Bitterstoffe, aber auch in Rosenkohl sind, glaube ich, Bitterstoffe drin und ich glaube, Marzipan könnte auch drauf zutreffen, so Mandel. Die schmecken Erwachsene, glaube ich, nicht mehr, weil sich das irgendwie verändert durch die Pubertät oder einfach, weil die Geschmacksknospen irgendwie anders sich noch entwickeln im Laufe der Zeit. Und Kinder können bestimmte Bitterstoffe noch viel eher wahrnehmen und mögen deswegen auch vieles Gemüse nicht, zum Beispiel Rosenkohl oder ich glaube auch Brokkoli, weil Brokkoli schmeckt so richtig lecker und süß teilweise. Klar, ein bisschen typisch kohlartig, aber als Kind, es gibt viele Kinder, die finden Brokkoli aus irgendeinem Grund sehr viel ekliger als viele Erwachsene und mögen es dann später. Also das hat tatsächlich nicht nur den Grund, dass man irgendwie sich noch, als Erwachsener traut man sich eh mehr Dinge zu essen, aber ich habe das Gefühl, wenn man jetzt keine Essstörung hat oder so, ich habe das Gefühl, der Trend ist, als Kind kann man nicht so viel oder ist man nicht so offen für neue Geschmäcker und für seltsam schmeckende Gerichte wie später. Aber ich glaube nicht, dass es nur damit zusammenhängt, dass man sich auch mal so zwingt, etwas lecker zu finden, was gar nicht so lecker ist. Zum Beispiel irgendwie Feta mit rote Beete so kann ich essen, aber als Kind hätte ich gesagt, Alter, warum sollte ich das machen? Das machen Erwachsene auf jeden Fall, einfach Dinge sich so geil essen, ne? Die essen es einfach so lange, bis sie sagen, doch, irgendwie schmeckt's mir doch, glaube ich. Aber bei sowas ist es, glaube ich, rein wissenschaftlich oder biologisch gibt es einen echten Grund, dass Kinder nämlich irgendeinen Bitterstoff wahrnehmen, den Erwachsene nicht mehr wahrnehmen. Ich habe durch die Videos von dir mehr ausprobiert und bereue es keine Sekunde meines Lebens, also danke dafür. Ich genau dafür bin ich hier, Alter, das freut mich so, sowas zu lesen. Sehr, sehr cool. Und danke für den Sub. Das ist so ein bisschen das Ziel, oder? Also, dass Leute einfach so aufgeschlossen sind und gerne so viel wie möglich probieren, so wie ich und so, und sich dann nicht einsperren in irgendwelche Regeln, was man kombinieren darf und was nicht und so. Und wenn man das beim Essen schon macht, dann kann man es auch direkt aufs Leben ausweiten, auf bestimmte Weltansichten und so. Und das finde ich immer gut. Das finde ich immer schön. Wenn einfach Offenheit praktiziert wird im Essen, dann wirkt sich das bestimmt auch auf den Charakter aus.